Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin Sabotin und heute gibt es wieder DSL-Content nach dem Opening, was wir letzte Woche hatten, was ja insane Yes, gewesen Mann. ist, was wir da für geile Karten bekommen haben. Wir haben quasi alles bekommen, was wir hätten bekommen können. Hier ist einmal ganz kurz mein Deck, was ich heute habe. Wie ihr seht, es ist ziemlich auf Chaos ausgelegt. Ich habe versucht, ein bisschen Lichtmonster reinzubringen, die einigermaßen sinnvoll sind, ein paar, die vielleicht auch gut sind, ein paar generische Traps reinzuspielen. Damit wir halt, wenn der Gegner wirklich auch, sagen wir mal, viele Chaos-Monster selber gezogen hat, wird es auch gut outen können. Und jetzt natürlich die Frage, denn dieses Deck, was wir haben, das ist insanely powerful. Was kann das denn überhaupt stoppen? Ich spiele Chaos. Die erste Möglichkeit, ein Chaos-Deck zu spielen, und mein Gegner aktiviert Taleton. Was ist denn das für ein Scheißgelaber? Und dadurch, dass er Terraforming spielt, plus Zahl der Toten, hat der mehr als nur eins. Dann gucken wir doch mal, was hier abgeht. Also aktiviert auf jeden Fall Necrovalley. Wir können nicht viel machen. Wir setzen hier ein paar Karten. Wir setzen unser Monster. Das Monster, was wir haben, ist ein Spy, weil wir sind wieder auf Chaos gegangen. Er haut es direkt hoch, greift an, macht Damage. Er hat die ganzen Gravekeeper-Monster. Wir müssen ein bisschen was davon stoppen. Denn über einen 2K-Beater kommen wir nicht drüber, wenn wir die Chaos-Monster nicht holen können. Und das ist schwierig. Das heißt, wir müssen die outen mit unseren Sakuretsu-Armor. Und er hat noch einen 2K-Beater. Und das ist doof, weil wir müssen erstmal Fried beschützen, dass wir ein Monster haben, wenn wir nicht nächste Runde direkt draufgehen. Was nämlich ziemlich doof wäre, wenn wir da nicht draufgehen würden. Dann haben wir Top der Gear gezogen. Immer gut. Er kann nur ein Monster setzen, aktiviert den Effekt nicht, sondern greift dann für Damage an. Das ist okay, aber wir haben ein Monster gesetzt, was ihn quasi ein bisschen stunnen könnte, wenn wir es legen lassen würden. Ich hole nämlich jetzt den zweiten Gravekeeper Spy, der ihn so ein bisschen aufhalten kann. Dass wir zumindest nicht direkt sterben. Aber er switcht halt den Attack. Ist halt ein bisschen doof. Wir haben hier unseren Magical Merchant. Kriegen nie das Healing, das ist richtig stark. Aber wir haben unseren Yatta Gerasa auf dem Weg zu bekommen. Den wir, wenn wir ehrlich sind, eh nicht besorgen können. Weil durch die Wall können wir halt nicht durch. Und da ist Necrovalley auf dem Feld. Wir aktivieren das auf die Karte. Und die ist natürlich die Fallenkarte, die mehr chainbar ist. Das ist natürlich ein bisschen sad. Ich hätte ganz gerne irgendwie so ein Bottomless oder sowas gehabt. Oder so ein Sakuretsu Armor. Das wäre halt stark gewesen. Und er hat jetzt hier richtig, richtig viele Monster auf dem Feld. Und das jetzt for funny. Er aktiviert jetzt hier den Linken Duo und er hat zwei Karten geklaut. Ich bin einfach mit zwei Chaos Force gestartet und er aktiviert einfach Necrovalley. Also, wie anliegend kann man denn bitte sein, dass man zwei richtig starke Monster öffnet, die beide auch gezogen hat und der Gegner genau Necrovalley spielt? Das ist doch nicht mehr lustig. Aber wie hat er hat hier viele Monster auf dem Feld. Ich habe einen Spy, was auch wichtig ist. Ich habe meinen Guard gemillt mit dem Merchant. Das ist relevant für das, was gleich passiert. Also auf jeden Fall da ein bisschen auf achten. Wir aktivieren erstmal Needle Sealing, bucken unser eigenes Monster, damit nur ein Monster von uns stirbt und der Rest vom Gegner geht. Das ist ziemlich böse für ihn. Er kann aber setzen. Wir bouncen das. Hätten wir jetzt noch einen Guard gehabt im Deck, wäre das Game gewesen. Ich habe nur einen Spirit Reaper. Ich kann ihm also ein bisschen noch was klauen, wenn ich eine Ressource. Aber ich treffe halt. Die Witch, das war ein guter Pick, dass wir die getroffen haben. Aber er braucht halt nur einmal zu beschwören, also ist er wieder stärker. Wenn er nämlich ein Spy liegt, kommen wir nicht drüber, weil der Spy ist halt stärker als unser Monster. Und es ist eine Tomate, die ihm halt ein Spy gibt. Ich dachte mir, ich crush den jetzt. Aber nein, ich renn rein. Er hat aber selber kein Target mehr im Deck, das ist also für uns ganz gut. Ich hole meinen Spirit Reaper, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Er dünnt sein Deck ein bisschen aus mit Thunder Dragon, was er gut auch machen kann. Das hat mir aber gezeigt, dass er auch eine Idee von Chaos gespielt hat, was auf jeden Fall schon mal interessant ist. Hier ziehe ich das perfekte Out, ich ziehe die Rolli, die Auto sein Spy und ich kann für Game angreifen. Das war also Game 1. Cooles Match, Necrovalley wird noch böse, verspreche ich euch. Denn ich spiele halt ein Chaos-Deck und ich habe keine Spell-Trap-Move im Deck. Weil ich mir dachte, die meisten werden Chaos spielen, das heißt, sowas wird nicht auftreten. Habe ich mich geirrt. Kommen wir jetzt zu Game 2. Natürlich durfte er entscheiden, er ist angefangen. Und er aktiviert natürlich hier Forceful Sentry. Schickt meine Karten zurück, aktiviert Necrovalley und halt Port of Greed. Richtig stronge Hand. Und ich konnte mit Set, Set, Set. Aber ich bounce sein Monster in der Draw Phase, damit er den Spy nicht flippen kann. Weil ich habe halt gedacht, dass es halt ein Spy ist. Das war nämlich sehr wahrscheinlich. Und ich wollte ihm den Plus nicht geben. Hier der Merchant gibt mir direkt in der ersten Karte Michizure, was eine richtig starke Karte ist. Die ich leider nur einmal besitze. Aber hier ist einmal die Fee, die Hrsaic Fairy, die kennen viele nicht, aber die ist von der Idee her gar nicht so blöd im Deck. Die ist ein Lichtmonster, was die Fähigkeit hat,
zwei Monster zu deportieren. Dann kriegt er 1000 Life Points. Der Effekt ist vollkommen egal. Aber die schickt sich selber und alles Monster von unserem Feld auf den Friedhof. Und die ist ein Lichttarget. Wenn wir halt ein Finsternismonster mit ihm auf den Friedhof legen können, können wir direkt ein Chaosmonster beschwören. Das ist so ein mega Minus. Wenn wir dadurch aber den Chaos Emperor rausbekommen oder halt den Chaos Sorcerer, ist das richtig stark. Deshalb habe ich die gespielt, weil die halt auch mit 1800 ein relativ großer Beatstick ist. Also muss man fairerweise sagen, die ist halt nicht schwach. Aber mit 2000 Beatsticks mit Necro Valley, da machst du nicht viel. Ne? Weiter geht's. Greifen wir uns an, ich habe wieder den Magic Cylinder Set immer auf sein Monster, richtig gut. Ich ziehe jetzt hier wieder eine Karte, die mir nicht viel bringt, das ist halt ein Guard. Das ist halt okay, aber ich kann halt nicht aufhalten. Ich hätte wahrscheinlich eher das hier schießen sollen, aber in Retrospekt war der Guard zu schießen, war den Guard zu schießen immer richtig gut. Ich habe einen eigenen Guard, bounce sein Monster, er hat noch eine Normal Summon offen, kann also wieder was setzen. Das ist ein bisschen doof, aber unser Guard ist zumindest relativ strong. Das heißt, hält auf jeden Fall ein bisschen was aus. Upstart gibt mir jetzt quasi eine Setkarte. Die Setkarte ist in dem Fall Sakuretsu Armor. Damit können wir wieder bei seinem Assailant aufhalten, der uns halt wirklich hier stoppen würde. Weil der kann halt uns den ATK und Death switchen, was halt in dem Format halt ziemlich gut ist. Weil er mich genau das hier machen kann. Und jetzt crush ich sein Monster. Er kann nicht angreifen, ich kann wieder in den Death gehen. Aber er hat natürlich den Spirit da liegen. Kann also trotzdem drüber angreifen, was halt stark ist. Ich ziehe nach. Hab halt wirklich nur White Magical Head. Und halt Kompuls. Und ich habe noch Yata in der Hand. Alles Karten, die mir jetzt gerade nicht so viel bringen. Und hier Kompuls ist halt nicht schlecht. Der kann mich vielleicht noch einmal retten. Die Farbe, was ich ziehe. Ich ziehe halt hier den Magic Merchant. Das ist halt eine richtig gute Karte zu ziehen, weil die uns halt eine Spelltrap geben kann, die gut ist. Das heißt, die gibt es halt plus 1, was halt gut ist. Er hat jetzt ein bisschen Angst gehabt, hier anzugreifen. Weil es hätte halt ein Spy sein können. Der hätte mir plus gegeben und hat eine zweite Wall. Und der hätte nur eine von outen können. Deshalb hat er mit der Tomate nicht angegriffen. Und ich ziehe jetzt hier in Sakuretsu Armor rein übrigens. By the way, mein Game Freak hat hier ein bisschen ausgemacht. Seht ihr das? Das Game so mit den Karten und tanzen ist hier. Sau witzig. Dann flippe ich mal den Merchant selber. Er aktiviert Skill Drain. Und Skill Drain ist eine böse Karte. Aber ich verrate euch eins: Um Skill Drain kann man drumherum spielen, wenn man die Tools dafür hat. Haltet das im Hinterkopf: Skill Drain ist eine Karte, die ist gut outbar. Auch wenn man keine Spell Trap Move spielt. Muss nur clever machen. Habe ich auf jeden Fall hier ein bisschen gefoppt. Ne? Skill Drain plus Necro Valley lockt halt mein komplettes Deck raus. Ich habe viele Flipmonster. Das ist schön, das hier. Und Necro Valley wäre meine Chaos-Strategie. Das ist halt ein bisschen böse. Und hier habt ihr halt. Kein Spelltrap. Ich crush das stärkste Monster, damit ich nicht sterbe die Runde. Wollte eine Karte ziehen. Er aktiviert Healing mit Duo. Glaubt mir meinen Yata, damit ich noch eine Karte habe. Und die Karte, die ich ziehe, ist Curse Seal. Das Witzige ist halt, Curse Seal habe ich halt reingesided, damit ich halt die Karte, bevor die aktiviert wird, halt stoppen kann. Aber ich ziehe sie halt ein bisschen zu spät. Dann würde ich sagen, das war Game 2. Jetzt geht's in Game 3. Jetzt wird es mich richtig spannend. In Game 3 habe ich diesmal angefangen, glaube ich. Ja, ich habe angefangen. Dann wechseln wir wieder. Also ich habe angefangen mit Spy und Sakuretsu und er hat natürlich wieder Necro Valley. Heißt, selbst wenn ich jetzt Curse noch ziehe, bringt es mir halt gar nichts. Ich hätte sie quasi einfach mal Spy und mein Guard ab, dass ich zumindest halt so ein bisschen was habe. Ich habe die Sakuretsu Arme, ich bin also quasi safe. Ich versuche mal Karten auf ihn zu schießen. Bottom ist richtig stark, weil ich die nicht gezogen habe. Er hat hoffentlich zwei davon, also er hat ja richtig insane gezogen. Ich kann jetzt ein bisschen was machen. Hier ist die Fairy. Ich nutze jetzt einmal den Effekt gleich von der Fairy, um ein paar Monster von mir zu removeln. Einfach nur, weil ich hier die Needles Healing habe. Und ich quasi einen höheren Value quasi habe. Und ich wollte die Life Points haben, weil die nicht bad sind. Und ich wollte quasi, dass er nachher vier Monster auf dem Feld hat. Und ich quasi alle crushen kann. Ich habe jetzt hier leider kein Monster gezogen, sonst hätte ich eins gesetzt. Das wäre heftig gewesen. Aber er beschwört ein Monster. Einfach mit einer Karte plus 3 gehen. Das ist schon strong. Und dann noch das Monster Clown, was zurückkommt. Also ich habe quasi alles, was er hatte, geoutet. Er holt sich noch einmal Necro Valley, um das Deck auszudünnen. Richtig stark. Er will es aber nicht mehr aktivieren, bringt also nicht so viel. Ich setze hier immer einen Cyberjar. Cyberjar ist in dem Deck richtig strong, weil wir ja die ganzen Monster bekommen möchten. Und ich mache das bei der letzten Backrow. Das ist halt Offering to Doom. Ich aktiviere meinen Cyberjar, das zerstört sich selbst. Holt eine ganze Menge Monster aus Feld, aber es gibt vor allem die Spelltraps, die sind halt richtig heftig. Und ich sehe jetzt hier, dass er auch alle Chaos-Monster gezogen hat. Alle Chaos-Monster. Er hat Sorcerer, BLS und den Emperor. Und er spielt trotzdem Necro Valley, Mann. Er spielt trotzdem Necro Valley. Ich orte wieder seinen Spy mit der Warrior Lady. Ich habe auch ein Merchant Set, das heißt, ich gehe auf jeden Fall noch Spelltrap. Ich habe auch wirklich hier richtig, richtig gut liegen. Offering to Doom, Book of Moon und Sakuretsu Armor. Und das sind die Karten, die uns im Skill Drain rumspielen lassen. Denn jetzt kommt nicht wieder der Merchant, es kommt Skill Drain. Ich aktiviere Book of Moon, flippe Monster wieder Face Down. Den Face Down Monster werden ja nicht annulliert. Ich kriege also den Effekt durch für meine Spelltraps. Hau eine ganze Menge gute Karten weg, aber ich kriege einen Kompuls, kriege ein Monster, was nicht so schwach ist, zerstört seine Witch, er kriegt den Mega Cyber. Richtig gute Karten im Format, die habe ich auch nicht gezogen. Das ist eine sehr gute Karte. Link mit Duo. Er hat ja im letzten Game mit der Link mit Duo, also im vorletzten Game mit der Link mit Duo, zwei Chaos Wars gekriegt, ne? Ich habe halt keine Möglichkeit, hier zu beschwören, weil Necro Valley auf dem Feld liegt.
Und ich habe ja 3 Chaos Wars Run Mania gespielt. Ich habe schon 2 rausgesidet, damit halt das nicht passiert. Ist trotzdem passiert. Ist halt trotzdem mit der Linken Duo ziemlich gut, weil die beiden Karten sind für mich halt eh komplett nutzlos. Was sehr schade ist, weil die Karten halt echt gut sind. Mega Cyber, kriege ich erstmal ein bisschen Damage. Ne? Angriff stoppen auf meinen Freed, der darf bleiben. Ich ziehe hier Sangha nach, das ist ein ziemlich guter Draw. Ich kompulse meinen eigenen Merchant, damit der Effekt resolven kann und ich wieder das Plus bekomme. Und ich kriege hier einfach Change of Heart. Und Change of Heart gewinnt mir einfach so hart das Duell. Denn ich habe hier noch Offerings to the Doom hier liegen. Ich kriege jetzt dein Beatstick durch den Damage von dem Magical Cylinder vorhin. Hat er halt nur 4800 Life Points. Ich habe halt Sangha gesetzt, weil ich halt nicht wusste, dass ich halt das ziehen werde, logischerweise. Und habe Masakuretsu Armor, aber ich kann quasi mit dem Offense to the Doom und seinem Monster kann ich für Game angreifen. Und genau, das machen wir jetzt auch. Und so, Leute, spielt man um Skill Drain und Nickelbelly rum, indem man einfach sagt, scheiß drauf. Das war's also schon von der PSL. Wir haben gegen Dual Core gewonnen. Witzigerweise wieder einmal. Das letzte Mal haben wir auch schon gegen Dual Core gewonnen. Und da muss ich wirklich sagen, auch wenn das ein bisschen böse anhört, das habe ich wirklich gut gespielt. Mit den Karten, die ich hatte, gegen das Deck, was ich gespielt habe, was mich halt eigentlich komplett outet, habe ich halt gut gemacht. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche beim Opening zum nächsten Set und gucken wir mal, ob wir unseren nächsten Gegner diesmal hoffentlich mit Chaos vernichten können. Mit der Emperor und Sangan-Kombo mit der Tagasu. Ich bin gespannt. Sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin rein. Ciao, Leute. Wow.